Ja, hallo Leute, wir sind hier jetzt an der TU Lichtwiese hier in Darmstadt. Sind wir wieder schön rausgekommen. Jetzt mal zwischen den Schauern, aber ich denke, demnächst wird es wieder anfangen zu regnen, weil es sieht schon wieder ziemlich dunkel aus. Ja, es ziehen immer mehr Wolken auf. Aber was soll's, wir haben beschlossen, mal ein bisschen rauszugehen, die Zeit zu nutzen und haben beschlossen, heute einen Brennnesselspinat zu machen. Und dafür müssen wir natürlich Brennnessel pflücken. Und das könnte schon ziemlich heikel werden, was die Stiche angeht. Und ja, meine Frau hat sich klug gemacht im Internet und hat eine theoretische Methode gefunden, wie man Brennnessel ernten kann, ohne dass man sich die Finger dabei sticht. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Okay, also, ich erkläre es erstmal. Ja. Also, ich wollte gerade sagen, film auch mal mein Gesicht. Rein theoretisch muss... Ich hab dich auch lieb. Du bist die Hübscheste. Danke. Rein theoretisch muss man die Pflanzen ganz unten anfassen, abmachen und dann abstreifen. Also rein theoretisch, aber ich hab Angst. Ja, wir brauchen nämlich nur die Blätter und wir brauchen auch junge Brennnessel. Ja, oder Triebe, frische Triebe. Meine Frau ist auch noch barfuß, damit hat sie die Challenge natürlich jetzt hier noch auf die Höhe getrieben. Und was ich noch zeigen wollte, sie muss ein bisschen vorsichtig sein. Denn hier wächst eine Bärenklaupflanze mitten in diesem Brennnesselbeet. Ja, okay, jetzt höre ich mal auf zu labern und meine Frau zeigt euch jetzt, wie mal eine Brennnessel theoretisch pflückt, ohne sich zu stechen. Angst. Ach, so schlimm ist so ein Piekser dann auch wieder nicht. Okay, das könnte länger dauern, bis wir unseren Spinat zusammengesammelt haben. Ich mach's doch selber, wenn du keine Angst hast. Mach ich doch, sobald du es mir gezeigt hast. Okay. Das war aber die Antwort. Das fängt ja gut an. Also, das war Versuch 1. Das soll ja die Durchblutung fördern. Aha. Und, komm mal ein bisschen näher ran. Ja, das Doof ist, dass die so nah aneinander stehen. Ja, warum nimmst du denn die? Sitzt hier doch noch andere rum. Ja, weil ich die halt jetzt gerade ausgewählt habe. Gut. Kia. Soll ich dir ein Messer geben? Nein. Na ja, gut. Ich krieg das hin. So, zur Not mit Wurzel. Zur Not mit Wurzel, die schmeckt auch. Und? Wie sieht's aus? Naja, bis jetzt nur das. Ja, bis jetzt also tut's an den Fingern nicht wie nur das eine, wo ich halt die andere Pflanze berührt habe. Okay, cool. Aber die ist auch ziemlich alt schon, die Brennnessel. Ah. Ja, die kann man nicht essen, dann wird es total zäh später. Ja, ich will. Wir suchen uns halt eine andere. Ja, du musst ja nur demonstrieren, wie das geht. Gut, jetzt. Rein theoretisch. Jetzt gehe ich mal ein paar Brennnessel pflücken. Kannst du mich ja filmen? Wie soll ich denn das zeigen? Leg's doch dahin. Achso, du willst was zeigen. Sorry. Ich soll doch zeigen, wie man die. Ach ja, du willst die Blätter jetzt noch von dem Stiel runterholen. Ja, sorry, das habe ich ja ganz vergessen, dass das auch noch gemacht werden muss. Angst. Okay. Also, das heißt, wenn man es schnell macht, tut es nicht weh. Theoretisch, okay. Theoretisch. 1, 2, 3. Fix hier schon. Oh Gott, ich hab so Angst. Das wird so wehtun, wenn das nicht klappt. Ich würde es mit der Schere zu Hause machen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin auch ein mieser Kerl, oder? Ich freue mich über deine Schmerzen gerade. So holt man sich auch nicht mehr zu kriegen. Also so holt man eine Brennnessel eine runter, okay. Ja, pflück du mal eine. Ich soll eine pflücken, okay. Ja. Ja. Hier hast du eine. So, und jetzt schleif die mal ab. Soll ich abschlucken? Hm. Bitteschön. Ja, jetzt sieht es abgebrochen aus. Hm. Ja, der Hauptstiel ist gebrochen, aber das ist ja fast so dünn wie bei den Blättern. Ich denke, so geht das schon. Ja klar, aber es geht ja schlussendlich darum, um eine abzustreifen. Hol dir noch eine. Wieso muss ich das abstreifen? Ich will doch nur Spinat kochen. Ja, damit du die Blätter eben hast und... Die kann ich auch zu Hause mit der Schere abschneiden. Ich würde einfach einen ganzen Bündel mitnehmen also, und zu Hause kochen. Dann pflück mir mal eine gescheite, dann probiere ich es nochmal. Ich soll dir jetzt eine gescheite pflücken. Ja. Gut. Eine lange, möglichst mit Wurzel, damit ich auch was anpacken eine lange kann. Mit Wurzel, damit du irgendwie machen kannst. Alles klar. Bitte schön. So. Übrigens, bis jetzt wurde ich nicht gestochen. Du glaubst es kaum. Sag ich doch, das funktioniert mit dem Unternehmen. Da sind schon wieder tausende Härchen.
Ja, du wolltest eine große haben. Ja, aber es ist wieder keine Wurzel dran. Ja, natürlich nicht. Was wollen wir denn mit der Wurzel? Ja, damit ich nicht hier da anpacken muss, wo die Härchen sind. Ja. Sekunde. Klar. Das Video darf jetzt noch 4 Minuten 23 Sekunden dauern. Ja, ich bin gleich fertig. Gut, gut. Stand das auch so in der Gebrauchsanleitung? Aua! Oh Mann, du machst es ja auch selber. Okay, jetzt reicht's. Aua! Okay. Schluss, Kant! 1:0 für die Brennnessel. Also jetzt pflücken wir sie, nehmen sie doch am ganzen mit, oder? So, wollen wir ja nicht wegwerfen hier. Okay, jetzt pflücken wir noch munter ein paar Brennnesseln weiter. Ich habe jetzt genug davon, die Finger mir kaputt pieksen zu lassen. Nettes Experiment, aber ich bevorzuge doch eine Handschuhe und das ich einen habe, nehme ich jetzt einfach mal die Tüte. Und pflücke meine Brennnessel damit einfach. Weil dann sind wir jetzt nicht hier noch 2 Stunden beschäftigt. Also wir müssen das ja auch noch kochen, Leute. Also. Piekst dich, piekst dich. Ungefähr. Oh, Piekscher frei davon gekommen. Yes. Oh, guck mal, ich aussehe. Oh. Übel, ne? Zeig mal drauf. Hab ich gerade schon ein bisschen. Oh, überall. Da wüsste ich was. Warte mal, komm mal mit. Fällt mir gerade ein. Mal gucken. Hier gibt es ja einiges an Kräuter, die hier wachsen. Und jetzt suche ich eigentlich nach dem Bruder von dieser Pflanze. Das war gerade der Breitwegerich. Und ich suche jetzt nach den Spitzwegerich. So, daraus kannst du einen Brei kauen. Diesen Brei dann auf deine Stiche tun. Das lindert dann den Schmerz. Kann man übrigens auch auf Wunden tun. Und auf Sonnenbrand wirkt das auch ganz gut. Das sieht voll eklig aus. Da pflückt ihr selber welche. Guck mal, wie lange ich gesucht habe. Hier, da. Das sieht vielleicht besser aus hier. Ja, Mutter Natur hat uns alles gegeben, was man braucht. Bitteschön, die sehen etwas appetitlicher aus. Sollen aber sie nämlich nicht schmecken, dann willst du ja nicht schlucken. Und die jetzt kauen und dann? Und dann spuckst du es wieder aus und diesen Brei machst du dann direkt auf die Brennnessel drauf. Kannst du übrigens auch bei Insektenstiche drauf machen. Ja, ist übrigens auch essbar, das Zeug. Also wenn du es versehentlich runterschluckst. Ich weiß, schmeckt nicht besonders lecker. Aber es ist ein bisschen wie Pilze. Naja, dann. Ein paar Zwiebelchen noch dazu. Pilze müssen wir auch mal sammeln. Wie lange muss man gleich kaufen? Ja, bis du den Brei hast. Wenn du meinst, das wäre jetzt ein Brei, dann spuckst du aus auf deine Hand und schmierst auf deine Wunden. So, jetzt haben wir hier den Brei. Spitzwegerisch Brei. Ja, und dann geht das. Das sieht doch auch schon aus wie Spinat. Ja, könnte man vielleicht auch draus machen, keine Ahnung. Es ist essbar, aber ich denke, der Spinat schmeckt da nicht. Sollst du so komisch sagen, du sollst auf die Brennnesselstiche tun. Mach ich doch. Echt, das überall? Naja, so kommt es wenigstens überall hin. Schade, da ist überall. Schade, dass du jetzt nicht welche im Gesicht hast. Nee, danke. Ja, wir ziehen aus der Natur. Sag mal tschüss. Winke, winke, Niki. Winke, winke, Niki.